Ja, und die Chemnitzer gehen äußerst selbstbewusst in dieses Spitzenspiel. Nur eine Niederlage gab es aus den letzten 17 Partien. Dazu haben sie gezeigt, dass sie Top-Teams wie Cottbus beispielsweise bezwingen können. Also warum auch nicht heute den Tabellenführer mit Top-Torjäger Christian Beck. Folgende Elf lässt Christian Tiffert auflaufen. Es gibt eine Veränderung gegenüber dem 3:1 Landespokalsieg gegen Bischofswerda. Paljuka rückt rein ins Team für Kirchicek. Taktisch ist es wie zuletzt eine Dreierkette, die im Spiel gegen den Ball zu einer Fünferabwehrreihe anwächst mit Walter, der 4 und Eigner, der 19, auf den Außenbahnen. Partie startet rasant. Wir sind in der zweiten Minute. Der BFC macht sofort Druck. Dogan heute wieder im Tor für Jakubow und dann Eigner wird zum Fehler gezwungen. Und es gibt den ersten Eckball für den Tabellenführer. Eine Aufgabe für Niklas Brandt. Und im Rückraum steht Siebeck. Erste richtig gute Möglichkeit für den gebürtigen Leipziger. Fast sein 8. Saisontor und fast die frühe Führung für den BFC. Chemnitz mit Problemen im Spielaufbau. Siebeck, die Pressingmaschine. Lux Kampulka den Ball ab. Und sofort geht's mit richtig hoher Geschwindigkeit Richtung CFC-Strafraum. Und da ist Beck. Typisches Berliner Spiel. Kein Team flankt häufiger in der Regionalliga als der BFC. Und wir schauen nochmal auf Christian Beck. Christian Tiffert, der Chemnitzer Trainer, hat gesagt, lasst ihn mir bloß nicht aus den Augen. Hier ist er auf und davon, kann den Ball aber nicht aufs Tor drücken. 20. Minute, Chemnitz arbeitet sich rein in diese Partie. Paljuka, der Ballverteiler, das ist Müller. Keiner greift ihn an. Müller und Stajila, na bitte. Tobias Müller, der Kapitän, mutig aus der Distanz. Er hat die Technik, hat aber auch gesehen, dass ein Anspiel vorne in der Spitze schwierig ist. Stajila fliegt umsonst. Egal. 31. Minute, das ist Schulz. Wiegel, der Außenverteidiger, schaltet sich immer wieder mit ein, wird kaum angegriffen, bekommt keinen Druck. Da ist Breitfeld und da ist Bolücki. 1-0 BFC Dynamo. Es ist ihre zweite Chance und sie sind so effektiv, das Team von Christian Benbenek. Andor Bolücki, 12. Saisontor. Breitfeld, schon seine 13. Torvorlage und im Rücken von Osso, der ist eingewechselt worden vor 10 Minuten, weil Aigner sich verletzt hatte, schleicht sich dieser Bolücki an und schiebt den Ball hinter seinem Rücken von Osso ins Tor. Chemnitz aber nicht geschockt. Ecke Paljuka, raffiniert, mit ganz viel Schnitt aufs Tor gezogen. Stajila und Blum gucken den dann einfach weg. Dann ist Halbzeit. Offensiv bekommen die rund 3500 CFC-Fans noch nicht viel geboten von ihrem Team. Zweite Hälfte. Bolücki, der Torschütze. Rüber auf Wiegel. Der hat mal Europa League für Schalke gespielt. Wiegel. Dogan mit den Fingernägeln ist er da noch dran. Isa Dogan. Und Müller kann den Schuss nicht blocken, kommt da ein bisschen zu spät. Chemnitz ist leicht verbessert, ist ein bisschen entschlossener im Angriff. Das ist Osso mit der Flanke und Freiberger. Symptomatisch für das Angriffsspiel der Sachsen, bekommt da keinen Druck dahinter. Der beste Torjäger der Chemnitzer mit bislang 8 Treffern. Für Christian Benbenek ist es die 3. Saison mit dem BFC. Es riecht nach Meisterschaft. Christian Tiffert ist erst seit einem Monat Cheftrainer und würde es nächste Saison gern weiterbleiben. 74. Minute, Zickert hat alle Zeit der Welt zum Spielaufbau. Aber das ist schlampig, genau zum Gegner. Und per Bumerang kommt der Ball zurück. Steinborn mit Geschwindigkeitsüberschuss. Setzt er clever ein gegen Kampulka. Dann geht der Kopf hoch. Wer ist in der Mitte? Da ist zum einen Siebeck und da ist Christian Beck. Beck!
2-0 BFC. Erste Chance, zweite Halbzeit und sofort nutzen sie das aus. 20. Saisontor von Christian Beck. Die Vorarbeit von Steinborn, der eingewechselt wurde, der da mit viel Geschwindigkeit über die rechte Seite donnert. Dann Zickert und Siebeck und Beck bleibt ganz cool. Dogan springt unnötigerweise hoch und Beck schiebt den Ball dann unter dem Chemnitzer Torwart hindurch. Nochmal der Treffer aus Sicht von Christian Beck. Wie in der Schule meldet er sich, ich will und dann bekommt er den Ball. Und der Rest ist eine leichte Hausaufgabe für den besten Stürmer der Regionalliga Nordost. Chemnitz. Schon wieder wird der Ball abgefangen. Beck war's. Und dann läuft dieses rasante Konterspiel über Bolücki. Steinborn muss erstmal abbremsen. Gegen 1, 2, 3, 4 Chemnitzer. Egal! Matthias Steinborn, viertes Saisontor, sein schönstes. Laborierte lange Zeit in dieser Saison an einem Mittelfußbruch. Jetzt ist er wieder zurück, Matthias Steinborn. Und er ist so wichtig für den BFC. Am Ende gegen vier Chemnitzer, gegen Kurz, gegen Walter, gegen Zickert und Pelivan. Die blaue Wand baut sich auf, aber das ist Steinborn egal. Traumtor. Jetzt wird es natürlich fast unmöglich für den CFC, aber die Körpersprache stimmt. Sie probieren es weiter. Ball kommt zu Kurt, Winkel ist spitz, egal. Und Stagila reißt die rechte Faust nach oben, weil er mit der linken Hand dran war an diesem Schuss von Kurt. Die beste Chance in der zweiten Halbzeit für den CFC. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Die Moral stimmt weiterhin bei den Chemnitzern. Das ist Kassiel, der ist eingewechselt worden. Und dann gibt's Elfmeter für Chemnitz. Daniel Bartnitzki hat keine Zweifel, aber wir. Der 17-jährige Heinrich hat den Arm angelegt. Aus meiner Sicht kein Elfmeter. Paul Juka gegen Stagila. Der hat in dieser Saison schon einen Elfmeter gehalten. 2,04 Meter lang. Paul Juka. 1:3. Immerhin für den CFC. Toll geschossen. Extrem platziert, aber Paljuka darf sich nicht mal groß freuen, denn danach ist Schluss. Chemnitz verliert zum zweiten Mal in diesem Jahr. Am Ende verdient mit 1:3 gegen den BFC. René Kindermann mit den Stimmen zum Spiel. Ich fand uns in Hälfte 2 nicht schlecht, also wir waren verbessert zur Hälfte 1. Da haben wir ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt, fand ich. Das war total unnötig. Wir sind dann in Sachen reingefallen, die ich so von uns nicht kenne. Zum Beispiel? Das war recht ungewohnt. Wir haben sehr viel Freiräume gelassen, völlig unnötigerweise, weil uns der Gegner jetzt auch nicht so unter Druck gesetzt hat. Dennoch Berlin das bessere Team. Der Spitzenreiter feiert weiter dank einer besonderen Formel. Wir halten uns auch nicht an alle Fußballgesetze, die es da so gibt, wie man trainiert oder was man jetzt darf oder nicht darf. Ich glaube, dass die Jungs sich frei fühlen und trotzdem wissen, dass sie eine Einheit sind, die immer alles gibt. Das macht die Mannschaft so besonders. Der BFC marschiert durch den Sieg weiter Richtung Meisterschaft oder etwa nicht, Herr Beck? Wir wollen den Platz nicht mehr hergeben. Wir wollen unbedingt Erster werden und dann in die Relegation. Ja, wie ich das oft schon gesagt habe, was eine Vollkatastrophe ist. Aber ja, wie gesagt, auch wir haben noch schwere Spiele. Es geht jetzt am Dienstag weiter gegen Optik Rathenow. Das wird noch mal viel, viel schwerer als das Spiel heute, glaube ich. Und wenn wir die Woche sehr, sehr gut gestalten, dann können wir noch mal auf die Tabelle gucken. Auf den Chemnitzer FC warten jetzt 3 englische Wochen. Schon am Mittwoch geht's weiter auswärts gegen Eilenburg.